Hallo und herzlich willkommen hier auf Yurelda.de. Wir wollen uns heute mit den Hochspannungsleitungen beschäftigen und warum sie eigentlich nötig sind. Jeder von uns kennt es, über längere Distanzen auf dem freien Feld sind ganz große Masten und da relativ dicke Kabel dran. Das sind die Hochspannungsleitungen. Die führen dann von dem Kraftwerk, da ist ein Umspannungswerk, das macht die Hochspannung, das transformiert also so eine Spannung von bis zu 1000 Kilovolt, also das ist extrem hoch. Und die transportieren sie dann über Land bis hin zum Endverbraucher, zum Beispiel zu diesem Haus hier, damit die Glühlampen hier brennen und wir Licht haben. Aber warum macht man das? Weil, wenn man sich so überlegt, eigentlich ein Stromkreis würde ja auch funktionieren. Hier unsere Wechselspannungsquelle, zum Beispiel der Generator oder die Turbine. Und dann kommen wir hier zu unserer Glühlampe und hätten Licht. Warum schaltet man da jetzt ganze Menge Transformatoren dazwischen, um das alles auf Hochspannung zu bringen? Nun, das ist natürlich ein Idealfall. Wir haben natürlich auch in allen Leitungen, in allen Stromleitern irgendwelche Widerstände. Das simuliert man einfach dadurch. Wir malen hier jetzt mal einen Widerstand rein. Das soll die Leitung vom Kraftwerk zu uns simulieren. Und wir sagen, die haben zusammen den Widerstand RL für Leitung. Wenn wir uns überlegen, dann fällt hier ja auch Leistung ab. Wir haben also eine Verlustleistung an der Leitung PL. Diese kann man berechnen. Leistung im elektrischen Sinne U mal I. Wir wissen aber auch, U ist R mal I. Eine ganz wichtige Formel, URI. Wenn ich das einsetze, dann steht hier R mal I Quadrat. Das heißt, die Verlustleistung ist umso größer, umso mehr Widerstand in den Leitungen ist. Jetzt wissen wir, der Leitungswiderstand hängt davon ab, wie lang die Leitungen sind. Nun, das können wir nicht verkürzen, weil wir wohnen ja hier und das Kraftwerk hat auch seinen fixen Ort. Das können wir nicht einfach verlagern. Und die Kabeldicke spielt auch eine Rolle. Umso größer die Kabel sind, also umso größer der Durchmesser ist, umso kleiner der Widerstand. Aber auch das hat irgendwo seine Grenzen. Die sind aufgehangen, das heißt, die dürfen auch nicht zu schwer sein. Das hat eine ganz normale Grenze. Das sind immer ein paar Zentimeter. Wir können die nicht auf ein paar Meter Durchmesser bringen. Das heißt, dieser Wert hier ist sehr schlecht zu beeinflussen. Und dann sehen wir noch hier, das I kommt quadratisch vor. Das heißt, wenn sich die Stromstärke verdoppelt, vervierfacht sich automatisch schon die Verlustleistung. Wir können also am effektivsten hier ansetzen. Das heißt, wir müssen gucken, dass die Stromstärke möglichst gering ist. Und das haben wir gesehen, wenn ich etwas hochtransformiere von der Spannung her, dann fällt analog dazu um den gleichen Faktor die Stromstärke ab. Das heißt, die Hochspannung hat nicht den Sinn, dass eine hohe Spannung existiert, sondern den Sinn, dass eine niedrige Stromstärke da vorhanden ist. Dass also möglichst wenig Strom fließt, damit wir möglichst wenig Verlustleistungen haben. Nun, das heißt, es sieht de facto so aus, wir produzieren in unserem Kraftwerk Strom, transformieren den hoch zur Hochspannung, schieben ihn dann über die Überlandleitungen zu uns in der Aussage. Also hier haben wir dann so bis zu 1000 Kilovolt und dann transformieren wir das wieder runter zu unserer Nutzspannung, die wir haben von 230 Volt. Wenn ihr euch das so anschaut, das ist nicht alles unbedingt immer in einem Schritt. Das sind manchmal mehrere Transformatoren dazwischen geschaltet. Und auch die 230 Volt, die aus der Steckdose kommen, werden von den meisten Geräten gar nicht so gebraucht. Zum Beispiel der Laptop oder der Computer, die haben meistens ein bisschen weniger, mit dem sie betrieben werden. Das sind nur im Bereich von 5 bis 10 Volt manche Dinge, 12 Volt. Da müsste man auch noch da deutlich runter transformieren. Und das ist dieses kleine Kästchen, das ihr zum Beispiel beim Laptop, zwischen Laptop und der Steckdose habt, das ist auch ein Transformator. Der transformiert das nochmal weiter runter. Das Problem an der ganzen Sache ist, hier bei einem Lämpchen, wenn ihr das mal durchrechnen würdet, da ist der Anteil der Verlustleistung gar nicht so hoch in Prozent. Das sind, da verliert die meiste Leistung noch tatsächlich in der Lampe, da wo die Leistung auch genutzt wird in Form von Licht. Aber wir haben ja nicht eine Glühlampe hier, sondern das ganze Dorf ist beleuchtet. Das heißt, es ist deutlich mehr Verbraucher dabei
und damit noch umso schlimmer, denn die Stromstärke wird natürlich viel größer sein müssen, um ein ganzes Dorf zu versorgen. Nun, schön, dass ihr hier reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum wir Hochspannungsleitungen brauchen, warum die wichtig für uns sind, um im Prinzip somit Energie zu sparen, weil wir weniger Verluste haben. Und bleibt uns gewogen und klickt mal wieder rein.